Ja, hallo, herzlich willkommen bei unserem Gespräch im neuen Format in diesen anderen schwierigeren Zeiten. Und ich habe heute zu Gast Daniel Liebermann von Nevo. Hallo Daniel. Hallo Marco. Genau, wir sind auch irgendwie so ein bisschen von der Krise betroffen, können nicht das Business machen, was wir sonst machen und haben gesagt, dann nehmen wir doch die Faktor-Plattform und stellen sie anderen zur Verfügung, die gute Ideen haben in dieser Zeit. Und von daher fangen wir mit dir an. Daniel, erzähl mal gleich, was du machst. Ich habe erst noch kurz den Link zu euch. Ihr seid, macht Nevo Training Coaching und seid auch die Firma und die Menschen, die den Faktor immer wieder weitergebracht haben beim Thema Strategie, Positionierung und auch Teambuilding. Wir haben da ganz tolle Sachen gemeinsam mit euch in den letzten Jahren gemacht und schätzen die Zusammenarbeit und den Austausch mit euch sehr. Erzähl mal, was ihr für Pläne habt. Ja, erstmal ging es uns genauso. Uns ist ganz viel weggebrochen und es ist natürlich unklar in jeglicher Form, wie das weitergehen kann. Wir sind im Personalbereich für alle Varianten in Personalentwicklung tätig, machen gleichzeitig auch immer noch jede Menge Outdoor-Veranstaltungen mit unseren Partnern. Aber alles sind eigentlich Formate, wo Menschen aufeinander kommen, wo Menschen miteinander kommunizieren, wo sie miteinander in Kontakt kommen, um daraus Vorteile zu erarbeiten für das Team, für die Firma, für die Menschen. Und das funktioniert ja nun nicht, miteinander in Kontakt gehen. Deshalb war uns relativ klar, okay, das wird in den nächsten Wochen so weitergehen. Und bisher muss man sagen, die meisten Veranstaltungen bis zum Sommerferien werden uns wahrscheinlich perdu gehen. Das ist so. Ja, uns war relativ schnell klar, wir wollen uns das nicht angucken, wir wollen es nicht einbuddeln, wir wollen was machen. Wir wollen daran arbeiten, was wir auch sonst tun, und die Situation in irgendeiner Art und Weise stärken. Deshalb haben wir uns dann zusammengesetzt und überlegt, was können wir machen, wie wir es eigentlich immer machen in solchen Situationen. Und Plan war, lass uns in den Austausch gehen, lass uns Menschen zusammenbringen, so wie wir es sonst auch tun. Dann sag mal, was habt ihr ganz konkret am Mittwoch vor? Ja, morgen startet die erste Runde, wo wir Unternehmer, wo wir Menschen mit Verantwortung und alle Interessierten zusammenbringen wollen, überlegen wollen, okay, wie können wir diese Situation eigentlich nutzen? Was brauchen wir, um nach vorne zu denken? Was brauchen wir, um aktiv zu werden? Wie können wir diese Zeit, die ja auch davon geprägt ist, dass wir auf einmal mit Menschen, mit Familie viel mehr Zeit verbringen können, teilweise müssen, je nachdem, wie man das sieht. Aber das hat ja auch ganz viele Vorteile. Ich sehe ganz viele Initiativen, die irgendwie hochpoppen. Ich sehe Menschen, die miteinander in Aktion gehen. Das finde ich erstmal cool. Jetzt muss ich ja fragen, haben wir jetzt die Krise oder davor? Wenn das mit der Gesundheit nicht wäre, würde ich sagen, das ist ja tatsächlich an vielen Stellen auch eine ganz gute Situation. Aber morgen wollen wir das erste Mal in den Austausch gehen und starten dazu um 19:30 Uhr ein Online-Treffen. Alle, die wollen, sind herzlich eingeladen. Wo das hingeht, werden wir mal sehen. Erstmal völlig offen. Wir gucken uns an, was die Leute mitbringen an Themen, wo die Reise hingeht. An wen richtet sich das Ganze? Ja, wir haben gesagt, wir wollen auch hier jetzt möglichst regional handeln. Es sind aber auch da alle, wer aus Ulm dazukommen will, soll dazukommen. Vielleicht hat er die entscheidende Idee oder die. Aber grundsätzlich wollen wir uns hier eher wieder regional aufstellen und miteinander in Aktion gehen, um die kleinen und großen Bündnisse so miteinander zu festigen und zu sagen, wer kann eigentlich wem helfen. Aber ja, zweite Ebene war, dass wir gesagt haben, Menschen, die jetzt gerade in irgendeiner Art und Weise ihr Unternehmen, ihre Unternehmungen gefährdet sehen. Das müssen jetzt nicht zwangsläufig Inhaber und Selbstständige sein, aber auch alle anderen, die in irgendeiner Art und Weise das Gefühl haben, sie wissen gar nicht, wie sie mit ihrer Verantwortung umgehen sollen. Die sind alle herzlich eingeladen, dabei zu sein. Wir haben bis jetzt auch schon eine bunte Mischung. Das finde ich auch super. Aus allen Berufsfeldern sind Leute dabei. Bildungsträger, Handwerker, Leute aus der Gastronomie. Und das verspricht auch einen netten Austausch. Wie gesagt, wo die Reise hingeht, werden wir sehen. Wir wollen aber auf jeden Fall daraus eine nachhaltige Geschichte machen und auch alle, die später nach dieser Woche einsteigen, sind herzlich willkommen. Wenn das Sehr cool. daraus entstehen.
regelmäßige. Mhm. Ja. Ich glaube, das, was du sagst, spüre ich auch, spüren ja ganz viele Menschen, ne, dass das irgendwie so ähnlich weiterging und dass der Coronavirus uns dazu zwingt, andere Modelle jetzt auch vielleicht umsetzen zu können. Und von daher ist dieses Miteinander genau das, was ja auch Faktor seit fast 15 Jahren sind wir ja schon jetzt dabei, irgendwie ausmacht, wo wir überlegt haben, was können wir in dieser Krise tun, und dann war einfach schnell klar, hey, wir bringen, genau wie du es gesagt hast, Menschen zusammen. Das tun wir wirklich schon seit 2005. Mhm. Und so lag es eigentlich total nahe, das zu tun, was wir immer tun, nämlich spannende, interessante, kluge Menschen zusammenzubringen. Ihr habt noch ein anderes Format geplant für den Samstag. Was macht ihr da? Ja, was wir ja sonst machen, ist häufig mit Menschen, mit Gruppen auch vor die Tür zu gehen. Und das wollen wir auch jetzt machen. Trotz Kontaktsperre sagen wir, alleine rausgehen ist in Ordnung. Und deshalb haben wir ein Format weiterentwickelt, was wir sonst in Gruppe nutzen, und wollen auf einen Unternehmerwalk gehen. Wir nennen es Walk and Share. Das heißt, jeder wandert für sich 4 Stunden lang mit einer Liste an Fragen, mit einem Notizbuch in der Hand, und wird sich mit mehreren Reflexionsfragen, mit Perspektivwechseln beschäftigen, das Ganze notieren und für sich selber Themen erarbeiten. Erste Walk wird das Thema Ich im Umgang mit der Krise sein. Mhm. Und abends werden wir dann, und das ist der nächste Punkt, abends werden wir alle, die an diesem Walk dabei sind, nochmal wieder zusammenschalten und das Sharing übernehmen. Das heißt, dann wird es moderiert von uns ein Treffen geben, wo alle ihre Erfahrungen teilen und wo wir das, was am Tag so an Ideen, Themen, Visionen hochgepoppt ist, weiterverarbeiten. Mhm. Und das ist unser Coaching-Aspekt, zu gucken, was kann daraus eigentlich wachsen, was können daraus für tolle Projekte entstehen. Jetzt habe ich ja innerlich zusammengezuckt bei 4 Stunden Laufen. Vielleicht hat ja nicht jeder Entscheider, obwohl er gerade vielleicht auch mehr Zeit oder sieht, mehr Zeit hat als sonst. Gibt es auch eine Abkürzung? Also gibt es ein kürzeres Format? Oder? An der Stelle liegt die Stärke wirklich auch in den 4 Stunden und sich die 4 Stunden Zeit zu nehmen. Da sagen wir, es macht einfach Sinn, sich auf die Zeit einzulassen, weil gewisse Themen auch erst nach einer bestimmten Zeit wirklich beginnen zu wachsen. Also wir glauben an die Fähigkeiten aller, aber manchmal muss noch ein paar Themen auch erstmal, naja, sich von der Seele gehen, ins Laufen kommen. Also deshalb glauben wir, dass dieser bewegende Anteil da relevant ist. Das muss ja keine Bergwanderung sein, es muss auch keine Höhenmeter drin haben. Es sollte nur jeder für sich gehen und ein bisschen raus, ein bisschen weg von Menschen, was aktuell sowieso ganz gut angesagt ist. Und wir unterstützen alle dabei, auch ihre Route zu finden. Wir reden in 4 Stunden gehen ja von 10 bis 12 Kilometern. Also das, was man eigentlich in 2 Stunden gehen könnte. Man braucht ja noch ein bisschen Zeit, um anzuhalten, um ein bisschen innezuhalten, ein bisschen zu gucken. Okay. Aber dieses Format nutzen wir sonst mit Gruppe. Aha. Im intensiven Austausch, so muss es eben online abends stattfinden. Cool. Also ihr übertragt sozusagen das, was ihr in der wirklichen Welt macht, jetzt auf die Situation, in dem halt jeder für sich alleine losmarschiert. So wie wir es mit den anderen Dingen auch machen, dass wir jetzt teilweise Konfliktenmoderation online durchführen. Aber in dem Fall geht es einfach wirklich darum, nicht nur vom Bildschirm zu hängen, sondern auch jetzt mal wieder einen freien Blick zu kriegen. Und da hilft es manchmal einfach richtig rauszukommen, sich den frischen Wind um die Nase pusten zu lassen und mal auch gerade hier so im Göttinger Umland ein bisschen in die Ferne zu gucken, vielleicht doch mal auf eine Erhebung zu gehen. Das hilft ungemein, um auch zu sehen, okay, das wird vorübergehen und wir werden hier gestärkt rauskommen. Danke, das ist eigentlich schon ein schöner Schlusssatz. Sonst hätte ich doch die Frage an dich, was ist so dein Mutmacher-Tipp in diesen eher schwierigen Zeiten? Mein Mutmacher-Tipp ist eigentlich, immer mal wieder den Fokus darauf zu richten, was alles gerade funktioniert und was wir alles machen können. In den Coachings, gerade auch in den letzten Monaten, ging es eigentlich immer darum, dass mir Leute gesagt haben, wenn ich mal mehr Zeit habe, ja, jetzt habt ihr und nutzt sie und guckt nicht darauf, was gerade nicht geht, sondern fangt an, die Dinge umzusetzen. Dann sind so viel über Achtsamkeit und die ganzen Themen, die alle wichtig sind. Jetzt ist halt ganz viel Moment da, um auch in diesem Moment zu sein und da drin die Stärke zu erkennen. Ich glaube, das hilft ungemein. Okay, dann danke ich dir ganz herzlich. Ich wünsche euch viel Erfolg mit diesen Formaten, die sehr cool klingen. Wir werden einfach mal unter das Video die Links und die Einladungen packen, so dass jeder auch zu euch findet und
ich bin gespannt, vielleicht könnt ihr ja einfach auch mal nächste Woche berichten, wie das so angekommen ist. Auf jeden Fall. Ja, danke Marco. Danke dir. Freuen uns, ob ihr dabei ist. Und freuen uns auf allen weiteren Kontakte. Digital oder auch nach der Krise gerne auch wieder live. Ja, das stimmt. Okay, alles Gute, bleib gesund. Ciao. Ja, ebenso. Danke Marco. Tschüss. Danke dir, Daniel.